So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute spielen wir Call of Duty World War 2. Ich freue mich richtig drauf auf den Teil, weil er endlich wieder auf das Normale zurückgegangen ist, wo Call of Duty gleich mal angefangen hat. In der Jetztzeit oder Vergangenheit und nichts irgendwie in der Zukunft. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Wenn euch das Video gefällt, lasst bitte eine Bewertung da, einen Daumen hoch, würde mich tierisch freuen. Und wir steigen einfach mal in die Kampagne ein. Los geht's. Hitlers Kriegsmaschinerie hat einen Blitzkrieg gegen Europa entfesselt. In dieser dunklen Stunde müssen wir mit ganzer Kraft zum Bollwerk gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. We shall prevail. Paul. Wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du das nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Cooles, cooles Intro. Ich soll also dem Kerl meine Uhr geben und denk so, was zur Hölle kann der denn mit meiner Uhr wollen? Der ist Captain von einem gottverdammten Footballteam. Aber ich habe in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich habe Sassmann in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. Styles will ein Fotograf fürs Live-Magazin werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Aiello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael, Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auf seit Kasserin. Sassmann, dreimal in 10 Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Auch nicht den Schwanz einziehen. Mein Mann ist Sassmann. Okay. Warum nicht? Ach, ihr spinnt doch. Ich sag Bescheid, wenn's losgeht. Wo war ich? Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Pokerrunde von Football-Schwachköpfen. Mit meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen. Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pott. Okay? Mhm. Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Du gehst bar, verdammt! Aiello hatte Kraft für zwei Männer. Sagt man, gibt Juden nicht die Hand.
Letzte Nacht klang das aber anders. Und war engstirnig wie Sex. War eh nur ein blödes Schmuckstück. Aber wirklich schick. Ja, ich hol mir einfach ein besseres. Eine echte Trophäe, warte. Na dann viel Glück. Oh, na los, Besprechung um 1800. Ich regel das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich. Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant. Swing liegt denen nicht. Vorsichtig, Sersman. Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Was auch passiert, bleibt nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Wir schaffen das, Daniels. Heute bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit 4 Jahren terrorisiert. Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen, brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis' Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Austin an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ständig über Pearsons Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los? Kriegen wir alle was ab. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Aber ich werde es verdammt nochmal versuchen. Jetzt oder nie. Hey, ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Wirkt ziemlich weit weg. Und wichtig, der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Halten Sie den Kopf unten und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie heil dadurch. Es macht mich stolz, Ihr Anführer zu sein. Jederzeit, überall. Welches Training? Okay, ziehen wir in den Krieg! Die Strände wurden doch schon gesichert, oder? Haben Sie Angst, Private? Nein, Sir. Das sollten Sie. Das sollten Sie. Oh. Daniel, hast du Feuer? Klar doch. Geht ab. Wir führen die Mission durch. Sie fängen uns rein. Wir sind abgetrieben. Ich sehe die Landmarken. Wir haben den Lieutenant gehört. Vollgas. Vollgas. Festhalten. Geht gleich voll los beim Einstieg hier. 200 Meter. 20 Sekunden. Alle zur Mauer! Komm, schnell! Die Wände wird zum Stacheldraht! Schnell! Bereit machen! Es geht los! Komm, veröffnen! Wir haben keine Deckung! Das war ein Befehl, verdammt! Öffnen! Ah!
runter und immer weiter laufen! Daniel, hier nach! Dann lauf noch mal. Nehmen Sie eine Bangalore und gehen Sie zur Mauer! Wir müssen einen Weg zu den Bunkern freiräumen! Daniel! Hierfür wurden Sie ausgebildet! Nehmen Sie die Bangalore! Sie schaffen das! Ja, Sir! Oh Gott! Okay. Dann werden wir wohl Deckungen nutzen müssen. Wo gehen wir lang? Gehen wir hier weiter. Meter. So, beim Truckzimmer. Ich sehe halt null, wer da eigentlich auf mich ballert, gell? Hier. Jawohl. Daniel, nutze die Bangalore. Ich gebe Deckung. Nach dem Durchbruch zu dem Bunker vorrücken. Fast geschafft. Was war denn das für ein Teil? Ja, gerade wo wir irgendwie auf ihn ziehen wollten. Dann halt nochmal. Los, los, los. Yes, mein erster Kill. Ich bin in Deckung. Besser oder gibt keine Ahnung. So, wir müssen hier anders vorgehen. Definitiv. Wir müssen hier erstmal in irgendeiner anderen Weise hier irgendwie runter. Und dann hier zum ersten Busch. Waren erledigt. Ich weiß nicht, ob wir die hier oben. Also den links haben wir wohl getroffen. Den da oben auch. Da ist jetzt noch einer. Okay, da kommen halt immer wieder welche nach, gell? Aber den... Boah, voll in die Fresse hier!
Im Bunker. Keinen blassen Schimmer, welche Waffe am besten ist. Die Wunde sieht übel aus. Hier, nimm das. Danke, Kumpel. Er ist tot. Ah, okay. Muss ich hier lang, oder? Okay, es geht los. Bleib lieber mal in der Hocke. Sie wurden durch eine Granate getötet. Okay. Es geht los. Granate! Verbandskasten oder was war das? Geht echt heftig ab schon hier am Anfang. Ein klasse Einstieg. War nicht gerade der leichteste, aber... Hätte man noch einen Verbandskasten gehabt? Ich weiß es gar nicht. Oh, ich habe meinen eigenen Mann angeschossen hier. Ach, da links sehe ich, dass ich noch zwei habe jetzt, okay. Und was ist das? Dort rechts? Muss ich überhaupt dahin schon, oder? Feindliche Infanterie! Er hält aber ganz schön viel aus hier. Würde ich hoffen. Haltet die Köpfe unten! Die kommen auf den Ort und springen!
Werfe Granate! So. Okay, der geht also nicht kaputt. Wie, den kann ich demontieren? Ihr cooles Teil. Habe ich eigentlich... Ah! Beeilung! Na los! Ja, ich bin doch schon unterwegs. Okay, da geht's nicht weiter, müssen wir hier rein. Okay, Granaten wieder aufgeladen. Blöder Penner, echt. Heilen. Kurz heilen. Der feine Granate! Auf den Verbandkasten! Kommt geflogen! Direkt drauf! Dieser Bunker ist gesichert! Weiter! Oh, das waren alle! Weiter! Weiter! Okay. Dahinter müssen wir, was leuchtet hier? Ah, da hätten wir uns so einen Schutz bauen können. Was ist hier? Nichts, oder? Lang im nächsten Bunker und lieber wieder in Deckung hier. Oh, aktuell nachladen. Noch eine Angriffswelle, überleben wir nicht. Ja, Sir.
Warum hat der hier weitergelebt? So, hier mal kurz rein. Nachladen. Flammenwerfer. Teil. Echt cooles Teil. Oh, der ist gleich leer, also wechseln wir mal hier wieder auf eine andere Gun. Aufgefüllt. Was ist das für schöne? Eine MG42. Alles klar. Bunker sichern. Schießt der auf mich oder? Oh, Schock. Ich sehe Feindaktivität. Die Infanterie der Yankees. Lade nach. Boah. Okay, ich brauche eine andere Gun, hilft mir alles nichts. Aber hier liegt gerade keine rum, oder was? Oh. Habe ich sie wieder? Haben die noch Munition? Ne, haben sie nicht. Haben sie nicht. Ah, unnötig, unnötig. Wie kann er nicht mehr mitnehmen, wie eine so eine Kette oder was? Werfe eine Granate! Verbandskasten. Bunker gesichert. Nachgeladen. Nur schauen, ob hier noch irgendwas noch was rumliegt hier. Was wir hab hier einen Verbandkasten. Später brauchen können. Wo ist er? Wo ist mein Verbandkasten? Brauchen einen Verbandkasten! Fang!
Alles ist cool mit den Kameraden, so mit den Verbandskästen und so. So. Weiter geht's. Und meine Kameraden. Wird nochmal einer. Bunker Nummer 4. Jetzt nicht meinen Kollegen getötet, oder? Feind geht aus der Deckung. Am Mörser. Ich habe ihn im Visier. Südwesten. Nee, ich will die. Die hier. Sie kommen von Westen. Feindaktivität. Sie kommen von Nordwesten. Deutsche Granaten. Im Südosten! Direkt voraus! Ich werfe Granate ins Oberstübchen! Sie nähern sich aus dem Osten! Granate! Köpfe unten halten! Style, Cheyenne und mir nach! Daniel, Sie und Sass sind sicher in den letzten Bunker! Wir sind uns oben auf der Klippe! Und versuchen Sie, sich nicht umbringen zu lassen! So, auf zum letzten Bunker! Hey Jasmine, noch einer! Wir haben's geschafft! Petro! Kampfpresse auf den Bunker! Deutsche Infanterie! Nähern uns! Hallo! Granate geworfen! Granate! Okay, da darf ich nicht so ungestüm rein. Okay Jasmine, noch einer! Nicht. Wir haben's geschafft! Da müssen wir ein bisschen... Werfe eine Granate! Ich sehe die Jungs nicht, das ist mein Problem. Nähern uns! Na los! Dann mal los! Voll der Nahkampf hier, da muss ja erstmal klarkommen. Okay. Okay, mit dem Helm den Kopf eingeschlagen. Komm her, Kumpel! Kann nicht laufen! Oh, Scheiße! Schaff mich weg von hier! Wir bringen dich hier raus, halte durch! Wo soll ich hinziehen? Wir müssen zum Verwundeten-Nest! Boah! Seite.
Westen in Deckung! Also das kann ich Scheiß nicht machen, jetzt habe ich ihn ja so weit geschleppt. Den Kopf unten halten! Was muss ich erwischen? Da kommt noch mehr! Scheiße! Boah! Was für ein Anfang des Spiels! Den Kopf unten halten! Noch mehr! Vorsicht! Ist getroffen! Weiter! Wir müssen weiter! Ich hab dich! Wohin? Scheiße! Hast du doch geworfen? Er ist getroffen! Weiter! Wir müssen weiter! Ich hab dich! Scheiße! Hier kommen wir runter! Ich hab dich! Du musst durchhalten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich. Wirklich? Klar tun sie das. Kann ich dein Mädchen noch mal sehen? Ist das dein Ernst? Schon gut. Ich sehe eh nichts. Ich leg mich einfach schlafen. Nein, nein, nein. Du musst wach bleiben. Hey. Daniels! Ich bin hier. Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen? Ich mach das! Weg da! Er kümmert sich um ihn. Ich brauch sie bei mir, Daniels. Herhören! Da ist ein GPS-Geschütz bei der Farm die Straße rauf. Es feuert auf den Strand. Gehen wir! Wir kommen wieder zurück. Kontrollieren Sie die Munition und Granaten. Sie haben ihn gehört. Die Straße lang. Jetzt! Bewegung! Daniels, ich hab Munition. Wir müssen die Kanone ausschalten. Ich brauche Munition, Lieutenant. Die Straße raus. Hä? Sobald wir das Farmhaus erreichen. Bewegung! Sie reißen den Strand in Fetten! Geh auf den Heuboden! In Deckung! Auf den Gehen schießen!
Das war mir jetzt fast klar, dass wir das nicht überleben. War gar nicht so leicht. Da kommen Panzer. Die Kanone zerstört. Verstanden! Hier ist Munition, Private! Granate! Wir müssen diese Kanone zerstören, Daniels! Wie zerstöre ich die? Okay, mal aus dem Haus raus. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Wie soll ich das tun? Im Helm drin. Gute Arbeit, Daniel. Okay, die ist hier. Okay, Männer, folgt mir zum Sammelpunkt. Los geht's. Pearson, ich brauche einen Bericht über die Verluste. Es gab zu viele. Wir haben den Strand eingenommen. Für einen verdammt hohen Preis. Daniels. Ach. Und ich dachte, ich hätte alles gesehen. Wird er wieder gesund? Ja. Sie hat ihn zusammengefleckt. Ich hätte im Boot bleiben sollen. Das sagt er jetzt. Hey, was du da getan hast. Danke dafür. Ich denke, wir sind quitt. Wir stehen das durch. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Rückenkopf gesichert. Wir errichten ein Lager bei der zweiten Reihe nach dem Kamm. Willkommen in der verdammten ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge. Auf das hier kann man sich nicht vorbereiten. Aber sie haben ihren Mann gestanden. Danke, Sir. Das wird schon, Junge. Danke. Ja, Sir. Natürlich. Nice. Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern, aber eins ist sicher: Er war heute nicht mit uns am Strand. Puh, was für ein Start. Erinnerungen 1 von 3 gefunden, Heldentaten 1 von 2 ausgeführt. So, ich würde sagen, das reicht fürs Erste. Ein toller Einstieg mit sehr actionreichen Beginn.
Und ich glaube, dass es in den nächsten Stunden des Spiels nicht recht viel ruhiger zugehen wird. Aber wie gesagt, wir machen hier jetzt erstmal unseren ersten Break. Und wie gesagt, falls es euch gefallen hat, freue ich mich um eine Bewertung, Daumen hoch, auch ein bisschen Werbung für den Kanal. Bestimmt nicht schlecht. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil.